Damit herzlich willkommen zurück. Wer hätte damit rechnen können? Ich habe keine Ahnung ganz genau, was wir uns gerade angucken. Scheinbar eine Bunkeranlage. Meine Herren, ja. Die Rakete befindet sich auf dem Weg an die Ostküste. Wir werden das Weiße Haus verlieren. Dann bauen wir es einfach wieder auf. Verluste? Wahrscheinlich 30.000 bis 50.000, abhängig von dem genauen Ort der Detonation. Fast alle Systeme sind deaktiviert. General Shepard, Sie haben uns gewarnt. Wir hätten zuhören sollen. Man wird nicht von uns als denjenigen sprechen, die Dienst hatten, als die Vereinigten Staaten untergingen. Ein Mann ist für all das verantwortlich. Makarov muss aufgespürt werden. Egal, was Sie benötigen, General. Sie kriegen einen Blankoscheck. Bis? Zwei Fragen. A. Wieso ist die Rakete im Anmarsch auf die Ostküste? Die hat fucking Price gerade gestartet. Zweite Sonne, Tag 5. Private James Ramirez. Wir haben es scheinbar überlebt, bis jetzt. Hier waren wir eben schon mal. Das sehe ich auch. Okay. And again, and again, and again, oder wie? Weiter nach rechts, so eine gute Angabe im Weltall. Sat, Blickrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten. Ach, ich kann. Wir erhalten Ihre Übertragung, Sat. Bitte kommen, Houston. Empfangen Sie das? Verstanden, ISS. Videoübertragung von Sat steht. Sat, bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Ja, was willst du daran analysieren? Heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? ISS hier, Houston. Bereithalten. Wir haben hier eventuell ein Problem. Schießen wir auf die ISS? Houston, hier ISS-Kontrolle. Gibt es Neuigkeiten? Okay, das sieht nicht so gut gemacht aus. Ziemlich pixelig. What? Ach, das war eine EMP. Das war gar keine Atomwaffe. Au? Okay, ganz offensichtlich haben die den EMP gezündet. Keine Ahnung, warum es die ISS getroffen hat, weil das Ding in fucking Amerika runtergekommen ist und nicht im fucking Weltraum und da eine fucking Atmosphäre zwischen ist. Und ich habe wieder sehr viel Munition.
Ich komm mit, Junge. Glaubst du es selber nicht? Los, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Was ist hier passiert? Es ist so still. Hey, es fliegt halt nichts mehr. Ihr habt noch nicht verstanden, wie eine elektromagnetische Pulsbombe funktioniert, oder? Besser. Okay. Wir müssen uns mit allen draußen sammeln. Corporal Dunn, vorgehen. Der Nachtsichtgerät kannst du übrigens abbauen, das funktioniert auch nicht mehr. Das ist ja nur ein Restlichtverstärker. Metro-Style. Code! Oder wir feuern! Ich erinnere mich nicht an die verdammte Losung, okay? Ich bin auf der Flucht! Nicht schießen! Tapferer Junge, läuft alleine wieder zurück. Krasser Typ. Ab ins Weiße Haus, Jungs. Meine Präsidentensessel setzen wir. Ich bin schon vorne, aber ist in Ordnung. Das erinnert mich jetzt sehr stark an Metro. Bin ich ehrlich. Ich würde gerade sagen. Wieso sind es immer diese Kackräume? Lade. Junge, geht das hier ab, Alter. Okay, ja, eine EMP zu schießen war eigentlich eine ganz gute Idee von Price. Ich meine, dadurch haben wir natürlich auch keine anständigen Waffen mehr, keine anständigen Waffensysteme oder sowas. Aber Price ist ja eh so eher der Typ, so Technikschmutz. Geil! Lebe gut, das ist die größte Rache. Oh mei. Kann man so sagen? Junge, Junge, Junge. Also eine EMP schaltet mal eben alles aus. Wo war da einer? Ach, da hinter dem Drucker im Rauch. Den habe ich nicht gesehen. Eine EMP schaltet mal eben alles aus, was elektrisch ist, ne? Ramirez nimmt hier alles auseinander, Junge. Und Texas ist übrigens kein gutes Losungswort. Möchte ich mal kurz anmerken. Ja, macht doch nix. Theoretisch hat er keine Ahnung, wo wir sind.
Ich erwarte einen Headshot. Das war's für ihn. Ruhig bleiben. Habe drei Ziele gesichtet. Bleiben und in Stellung. Freies Schussfeld. Ausräuchern. Vorwärts. Was ist mit den Kerlen drin? Was ist mit denen? Ich halte uns den Rücken frei. Los! Jungs, Granate da rein oder was? Alles klar. Die haben noch nicht ganz verstanden, was passiert ist. Abstürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monsun den Arsch abzufrieren. Puh. Feuer einstellen. Sind das Verbündete? Ich weiß nicht. Code! Gib ihm Deckung. Code! Sag Texas, verdammt. Mach schon. Junge, das hätte ich euch von Anfang an sagen können, dass es keine Freunde sind. Könnt ihr Freund nicht vom Feind unterscheiden? Straße sicher! Vorrücken, los! Mei. In dem Spiel folgt man hier einfach nur nach Leuten. Da sitzt einer von uns, Jungs. Der sieht nicht mehr furchtbar lebendig aus. Trockene Füße. Huh. Schluss mit dem Geschwätz. Ramirez, vorgehen. Safe. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen krebsig, weil man sich nicht mehr verständigen kann. Wie wollen wir hier reinkommen? Was für ein Siegel an der Tür. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Ich glaube, daran hat keiner überlebt. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. RIP. Eieiei. Aber jetzt ist alles Geschichte. Es gab eine EMP. Da ist Licht aus. Das war's aus. Tag 5, 1928. Ramirez. Schauen wir mal, was hier los ist. Da vorne sind Leute, die nicht zu uns gehörten, oder? Ist hier noch irgendwie? Alter, haben die das Ding jetzt zerpflückt. Eigentlich gibt es in jedem Level auch noch diese komischen Akten. Ich habe allerdings noch keine einzige gefunden. Ich muss. Wie zum Teufel soll es passiert sein, dass da noch Sturm drin ist? Das kann ja nicht EMP-sicher sein. Weil fucking EMP ist eine fucking elektromagnetische Pulsbombe. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, sich vor einem elektromagnetischen Puls zu schützen. Danke, war das hell. Aber krass, wenn man überlegt, wie viele Leute er hier geopfert haben muss, also der Price. Allein schon, weil er ja die ganzen Hubschrauber abgeknallt hat. Vermutlich auch noch die ISS. Roger,
Boah, Junge! Okay. Langsam mal vorgehen. Sagt der Hammer down oder Emma down? Ich signalisiere gleich sehr gerne Kampfbereitschaft. Wenn ich das hier mal ausnahmsweise überlebe. Von wo aus wurde ich jetzt erschossen? Durch eine Wand? Cool. Junge, sobald ich irgendwas signalisieren kann, signalisiere ich was. Aber bis dahin kannst du erstmal Schnauze halten. Meine Fresse, ey. Das ist übrigens echt schwer, diese Mission hier. Nicht geistig behindert zu überstehen. Das ist unsere. Was ist denn euer Problem? Achso, es geht gerade darum, dass wir wahrscheinlich sterben, wenn die hier irgendwas abwerfen oder was. Aber ich habe das Gefühl, dass die nicht abbrechen werden. Junge! Aber wenn die Mates auch nicht so komplett useless wären, dann wäre die Mission deutlich einfacher. Fisch ruhiger, auch wenn du nur eine Minute hast. Stand da gerade Fisch? Alter, kann er ein bisschen langsamer nachladen, der Wichser? Junge. Ich signalisiere gerne Kampfbereitschaft. Glück gehabt. Wie können die Dinger fliegen? Geht es nach Moskau? Nicht früh genug, Mann. Aber sobald wir dort sind, legen wir richtig los. Ah, Jungs. Endlich Rache. Mensch, das ist so klug. Ah, Blut mit Blut vergelten. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.